Jo, was geht? Es ist Dienstag um 6 Uhr morgens und ich fahre gleich zu Mikey. Zu Zabex. Warum? Na, einfach so. Ich nehme euch natürlich mit. Wir machen Banger-Streams, wir machen einen Pool-Stream zum Beispiel. Was soll schief gehen? Darf nicht fehlen. Ich habe schon jegliche Hemmung verloren. Ich laufe einfach so durch die Weltgeschichte. Holy shit, Mann. Ich fühle mich wie so ein Fünfklässler, der auf einem Wandertag ist und ein Paket zu viel mitgenommen hat. Helft mir hier raus, bitte. Let's go. Jungs, ich bin jetzt einfach in fucking Hamburg, Alter. Ich bin keine 90 Minuten gefahren. Ich frag mich, wie das möglich ist. Es war eine fucking Zeitreise oder so. 90 Minuten nach Hamburg. Wie? Ich war hier früher bin hier jedes Jahr hingefahren, um Urlaub zu machen. Und Junge, das war immer geil. Und auf einmal bin ich hier wieder. Ich war hier, keine Ahnung, safe 4-5 Jahre nicht mehr. Guck, wie hier auch einfach alles heißt, Mann. Mümmelsmannsberg, Digga. Bla. Ich bin jetzt in Neumünster ausgestiegen und nicht in Kiel, da die nur eine Spur haben, Hin- und Rückzug oder so. Und deswegen hätte ich da jetzt stehen müssen, bis der andere Zug erstmal durchfährt. Da hatte ich keinen Bock drauf mal wieder. Hab Mike dann darauf angehört, dass er mich einfach aus Neumünster abholt, die fette Schande. Und das macht er auch, weil er so dumm ist. Aber ich denke ja immer an meine Freunde und habe mir natürlich was Kleines arrangiert. Ne? Ich weiß auch einfach nicht, wie ich reagieren werde, wenn ich gleich Mike sehe, Alter. Einfach Mikey. Michael. Miken. Einfach Michael. Mikey. Ich bin hier am Postbahnhof Parkplatz. Hier sind überall Autos. Ist ja auch ein Parkplatz. Problem ist nur, ich habe gerade auch gar keine Ahnung, wo Mike ist. Also von wo der kommen kann. Entschuldigung. Mal ganz kurze Frage. Wissen Sie, wo Mike ist? Mike. Gar nichts. Gar nichts? Der ist nicht da? Nein. Alles klar. Dann suche ich weiter. Dankeschön. Dann lecke ich jetzt Sack. Yo, ich glaube, ich weiß, wo Mike ist. Hier war nicht nur einmal. Alter. Ich pass es nicht. Findest du meine Karre, den Fiesta? Scheiße, Mike. Prösterchen, zum Wohl. Den Kram liebe ich so. Die Red Bull so, lecker, lecker. Ja, dann schreibe ich gleich eine Einzelnerprüfung. Alter, Mike, du hast ja eine Prüfung. Ich habe faktisch anderthalb Stunden Prüfung. Du hast anderthalb Stunden Prüfung? Jo. Um was geht's denn da? Um Kamera und das ist quasi die letzte praktische Prüfung für meine Ausbildung Mediengestalter Bild und Ton. Und wenn du die nicht schaffst, dann? Dann töte ich mich selbst. Du fährst auch sicher, oder? Jo. War super sicher. Beide Hände am Lenkrad ist mir wichtig. Will ich noch McDonald's? Nee, nachher. Nein. Nicht zu McDonald's? Zeit. Hast du Aber ich zeig dir mal das wunderschöne Neumünster. Ich glaube, die sind in der Top 10 asozialsten Städte in Deutschland. Moin. Alter, wie schön. Das Opfer hatte eine Monster-Cam. Will die ein Rennen? Guck mal rein, Rückgleich, ne? Ich guck nicht rein. Du guck auf die Ampel auf die Straße, weil ich als Fahrer dieses Kraftfahrzeuges. Weiter vor ist ein Typ. Boah, das sieht gefährlich aus. Ich fahre nicht weiter vor. Fährst jetzt weiter vor, Mike? Ich fahr nicht weiter vor. Mike, ich hab sonst. Kleines Stück. Bitte werd grün. Oh, fährt weg. Schade. Mann! Felix, wenn ich das gleich verkacke, dann bestelle ich mir auf Amazon einen angesägten Stuhl und einen Strick. Dann lasse ich mich aus meinem Badezimmerfenster baumeln. Und mein Vater findet mich dann irgendwann und schießt sich ins Gesicht, weil er den Anblick nicht verkraften kann. Okay. Infolgedessen tötet sich dann auch der Rest meiner Familie. Und die Zorbis sind no more. Den ganzen Familienstammbaum ausgelöscht, einfach nur, weil ich keine Kamera bedienen konnte. Verstehst du, was ich dir vermittle? So, Motherfucker, willkommen in der Casa della Zabi. Und hier... Hier geschieht heute die Magie. Wir werden hier den qualitativ hochwertigsten Content produzieren, den ihr jemals in eurem Scheißleben gesehen habt. Mit Sorby und Fellow. So, Mike. Rein damit. Oh, Drecks-Corona. Gibt's eh nicht die Krankheit, das ist nur von der Regierung. Irgendwas schimmelt krass in meinem Ohr. Das kannst du nicht filmen, ich muss jetzt mein Badezimmermüll hier aussortieren. Warum darf ich's nicht filmen? Weil da eklige Sachen drin sind. Was denn zum Beispiel? Benutzte Kondome von deiner. Oh, wir sind so fresh und clean, Mann. Übrigens, da drin haben wir eine große Bestellung. Was ist denn da drin, Mike? Zwei Sexpuppen. Da ist der scheiß Pool drin, Mike, für den Poolstream. Hab das Paket mit dem Doppeldildo für meinen Dad oben vergessen. Was ist das da in deiner Hand drin? Buttplugs. 12 Stück. Warum 12? Für jeden Wochentag ein. Woche hat 7 Tage. Das denkst auch nur du, scheiß Querdenker. Ja? Warten. Das ist unfassbar. Ich bin dann quasi da, wo meine besten Freunde da sind mal, ne? Nee, da ist er! Das steppt der Mann. Bist du nicht der von Papa Platte? Es geht Arschloch. Alter, ich fass es gerade. Du bist so ein Sachverhalt. Gar nicht, Alter. Hier, ich steh auf dem Behindertenparkplatz, wir müssen hier schnell weg. Vlogst du? Jo. Saftig sind. Papa. Ey, jawoll! Dich hier zu sehen ist auch so lächerlich. Ey, das ist der zuckerkranke Kenneth. Wie geht's dir? Na, nach der Ansage nicht so gut. Mike, was machst du da gerade? Meine Steuererklärung. Henke, die Legende ist natürlich auch da. Was macht er? Eiswasser trinken. Wie schmeckt dein Eis? Scheiße. Mann, fuck, ey. Was ist da? Ein Zuckerschock durch den Strohhalm gar nicht mehr. Jetzt wird der Pool aufgebaut. Versteht ihr das? Wir bauen jetzt einen Pool auf, damit wir heute einen schönen Hard-Tab-Stream machen können. Was geht denn ab, Luna? Hey. Das hier ist die ganze Fläche, die wir nutzen können. Da ist der Pool drin und ein anderes Utensil. Hier ist dann das Stream-Setup. What the dog doing? Okay.
Wenn wir nicht ansatzweise so glücklich werden, Junge, dann passiert was mit dem Pool. Verstehst du das, Mike? Noch nicht so richtig, aber vielleicht begreife ich es gleich langsam. Scheiße. Mann! Alter, ist der groß. Oh, es passiert was. Oh. Während Mike uns jetzt Sonnencreme besorgt, damit wir keinen schwarzen Hautkrebs kriegen, Mann, werde ich mich darum kümmern, dass wir ja unsere Planschutensilien auspacken und mal gucken. Ey, Digga, die Big Banana, Mann, holy shit. Mike, meinst du ernst, okay? Die ist riesig, Mann. Die ist geil. Dann blase ich mal, oder? Kleines Pool-Update. Wir sitzen jetzt hier und warten schon die ganze Zeit, bis sich das Wasser quasi im Pool... Ja. Halt die Mike, ja? Ich vlogge hier gerade. Und wir warten hier gerade, bis sich das Wasser im Pool versammelt, sag ich mal. Aber ich habe das unangenehme Gefühl, dass wir was falsch gemacht haben. Das sieht da so ein bisschen nach außen gewölbt aus, hier so ein bisschen eingedrückt. Ich glaube nicht, dass dieses Noppending da auf dem Boden sein soll. Haben wir halt vollends verkackt. Vollends an die Wand gefahren. Bevor Sie mit der Befüllung des Pools beginnen, achten Sie darauf, dass der Stöpsel innen und außen gut verschlossen ist. Füllen Sie den Pool mit maximal 2 bis 3 cm Wasser. Ich glaube, es sind halt mehr als 2 bis 3 cm. Schon. Das ist halt wesentlich mehr, Mike. Vielleicht haben wir den nächsten Punkt. Sollte das Wasser im Pool auf eine Seite laufen, so steht der Pool nicht vollkommen gerade. Wird der Pool auf unebenem Grund aufgestellt, ist die Folge, dass das Wasser auf eine Seite läuft und die Seitenwand ausbuchtet. Und wenn du mal jetzt zum Beispiel die Seite mit jener Seite vergleichst, würdest du sagen, es ist gerade? Nein, Mike. Ist nicht gerade. Vielleicht haben wir den nächsten Punkt aber dafür, oder? Ist der Untergrund nicht komplett flach, müssen sie zuerst die Fläche ebnen und den Pool erneut aufstellen. Haben wir es gemacht? Nee, wir haben ihn einfach aufgestellt. Ja, der steht halt halb auf Gras und halb auf Stein und hier ist ein Kernstein so. Mike, sind wir dumm? Aber? Vielleicht haben wir aber dafür jetzt endlich mal einen Punkt richtig, ja? Beginnen Sie, die verbleibenden Falten auszustreichen von der Innenseite des Pools. Also Falten sind da. Der ganze Boden ist eine Falte, eine große. So, es ist endlich soweit, Mike. Pool ist, naja, halbwegs aufgebaut. Warum? Aber da ist Wasser drin. Yo, ist okay, Mike. Probierst du gar nicht mehr? Halt, alles in Ordnung. Baden einfach. Ja, alles gut. Findest du mich attraktiv, aber? Oh mein Gott! Nein! Holy shit, ist das kalt. Oh, ich krieg Kreislauf, wie schwarz vor Augen. Oh mein Gott! Er schrumpft so krass. Auch ein bisschen. Das ist wegen der Hose, ich furz gerade nicht. Besser so. Also wir haben den wirklich schlecht aufgebaut. Wir haben es nicht geschafft, ein Kinderplanschbecken aufzubauen. Das finde ich schon beachtlich. Ah, ich habe einen Krampf. Yo. Oh, yo. Ah, yo. Oh, yo. Die Folgen meiner schlechten Ernährung holen mich langsam ein. Oh, yo. Bye. Liebt mein Leben gerade so doll. Willst du mal anfassen ganz kurz? Alter, nicht schlecht. Yo. Fass bei mir an. Krass. Danke, Mike. Was denn? Alles gut. Ich will mal ganz kurz weggehen, ja? Danke, Mike. Ja, ey, das war cool. Ey, scheiß Banane, Mann. Mann, jetzt hast du meinen Vibe gekillt, Mann. Ich hab niemanden umgebracht. Mein Vibe hast du umgebracht. Nee, die lebt noch. Du hast die Hälfte von Wasser verloren in meinem Garten. Das ganze Wasser ist jetzt weg und auf meine Tafel gestürzt. Ist verschwunden. Ich hab's verloren. Ist dann nach hinten geschwommen. Krieg ich es zurück? Ich glaub nicht. Musst du an Witz denken? Jo, mir krabbelt was hier rum. Ey! Du solltest bis hier nicht mehr nass werden, du Scheiße. Ja, aber was soll ich machen? Nicht nass werden, Mann. Hab schon wieder einen Liter Wasser verloren? Nein, mach's nicht. Da liegt mein Handy und die... Wenn du das machst... Warum gibst du da gerade Wein weg? Weil ich scheiße reich bin. Will die Katzen töten, die hier in der Nachbarschaft streunern. Sterben alle Sand, oder? Scheiß Viecher. Was ist, wenn es deine eigene trinkt? Da hast du noch nicht drüber nachgedacht, oder? Hat die Pech gehabt. Okay. Wo läufst du denn hin mal wieder? Zum Mülltonnen, oder? Was machst du denn da? Einwerfen, das Gift. Das Gift für die Katzen? Nee, für die Ratten diesmal. Lass Komm, das... da hinten gibt's was zu trinken, Mary. Schließ doch mal auf vom Rasen. Junge, du fucking Tier, Alter. Okay, wir haben es kurz vor eins und haben noch massiv Bock auf Mackis. Das Problem ist, Mike ist hackedicht vom Poolstream. Haben wir ein Handy an so Rocks gepfiffen. Aber du wirst uns da kurz hin manövrieren, oder? Ich kann's tun. Jo. Ab 3 Promille kann ich fahren. Hab ich den Führerschein mit, Mike? Ja, weil wenn du den nicht mit hättest, wäre das nicht gut gesetzesmäßig für uns, Felix. Du besitzt eine Fahrerlaubnis, Klasse B mindestens, jo, und wirst uns jetzt den Kilometer zu McDonald's fahren. Und es ist alles rechtlich absolut im grünen Bereich, oder? Jo. Na siehste, dann start mal das Fahrzeug und fahr mir keinen Spiegel am Carport ab, jo. Sonst tötet mein Vater uns beide und begräbt uns im Hinterhof. Jetzt. Du machst es super cool, Felix. Du machst Fernlicht aus, weil da kommt ja ein Auto. Supi. Wenn Felix uns jetzt auch sicher nach Hause bringt, wir halt alles supsen. Jo. Jo. Es ist halt einfach wirklich nur eine dunkle Straße mit Wald. Habt ihr sowas entspannt? Mach dein Fernlicht aus oder ich hab's mit deiner Mom. Besser so. Das war's jetzt. Schön war's, Felix. Alles hat Ende, nur die Wurst hat zwei, ne? Felix, komm nur nach Hause, Junge. Ciao. Lass dein Herz hören und ja. Beide Jalla, ja? Ach, das Fenster. Jetzt check ich's mal wieder.